Wir sind die Schreibdilettanten. Heute Folge 191. Diesmal richtig live von der Frankfurter Buchmesse 2. Fast live? Das läuft jetzt im Stream? Ja, also fast live. Nicht zu Hause. Nicht zu Hause und nicht per Videochat, sondern ja. Direkt vor der Messe. Frankfurter Buchmesse 2015, ja. Falls sich jemand gefragt haben sollte, welche Messe. Und ja, wir wollten mal kurz ein bisschen Revue passieren lassen. Axel ist schon ganz lange hier, ich erst ein paar Stunden. Ja. Trotzdem habe ich mir schon ein abschließendes Urteil gebildet. Du hast schon ein abschließendes Urteil? Boah. Axel, was ist mein abschließendes Urteil? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Achso, schade eigentlich. Okay, die Schreibdilettanten auf der Buchmesse, heute am Stand vom Self-Publisher Verlag mit Matthias Martin. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen beim Self-Publisher. Ja, vielen, vielen Dank, dass wir hier ein kleines Interview mit dir machen können. Stell dich doch vielleicht erstmal am besten für unsere Zuhörer und Zuschauer vor. Ja, viele kennen mich wahrscheinlich schon über die Self-Publisher-Bibel. Das ist das Blog zum Thema Self-Publishing, was ich seit 2 Jahren betreibe. Außerdem bin ich Journalist, schreibe für alle Zeitschriften, bin Autor, schreibe Romane, Ratgeber und so weiter und eben auch inzwischen Präsident des Self-Publisher-Verlags. Genau, mich würde es ja auch wundern, wenn mich irgendjemand von unseren Zuschauern nicht kennt. Aber den Self-Publisher-Verband, den kennt vielleicht der eine oder andere noch nicht. Wie alt seid ihr denn jetzt? Gegründet haben wir uns im Februar diesen Jahres und dann hat es ein bisschen gedauert mit der Eintragung, also seit Mai sind wir auch tatsächlich eingetragen davon im Verein. Ja, und was macht der Self-Publisher-Verband? Was habt ihr euch auf die Fahnen geschrieben? Also es sind zwei Dinge. Zum einen geht es so ein bisschen nach innen, also um die Professionalisierung der Self-Publisher zu befördern. Gibt man da unterschiedliche Angebote, das reicht von einem Justiziar bis zu Versicherungsangeboten, vergünstigte Kurse, die man buchen kann und so weiter. Das passiert quasi nach innen, auch Kommunikation untereinander, Erfahrungsaustausch und dann geht es auch um die Kommunikation nach außen. Da gibt es nämlich noch diverse Probleme, die einen Self-Publisher daran hindern, so erfolgreich wie ein Verlag zu agieren. Und das wollen wir ändern. Zum Beispiel, dass der Self-Publisher auch den Buchhandel besser erreicht, dass ISBNs günstiger werden, dass so Dinge wie die Altersprüfung für E-Books nicht eintreffen. Da sind wir am Werk. Also ist auch als Interessenvertretung gedacht. Das ist natürlich auch eine Lobby der Self-Publisher, ja. Toll. Man findet euch hier auf der Frankfurter Buchmesse. Wo findet man euch sonst? Unsere Hauptarbeit läuft übers Internet. Man findet uns unter selbstpublisher-verband.de. Ja. Dort kann man sich anmelden und dort findet auch die ganze Kommunikation immer auf der Website statt. Ja. Erlebt man euch auf der Leipziger Buchmesse, falls man euch persönlich kennenlernen möchte? Ja, wir werden auch wieder auf der Leipziger Buchmesse vertreten sein. Okay, dann vielen Dank für das ganz, ganz kurze Interview. Gerne. So, ein Schreibdilettanten-Messetipp, auf keiner Messe darf fehlen. Essensversorgung. Heute, da es regnet, ist es relativ leer, aber ich kann euch versichern, an den Publikumstagen wird es auf der Frankfurter Buchmesse brechend voll sein. Also überlegt euch rechtzeitig, ob ihr euch vielleicht was zu essen auf die Messe mitnimmt oder wo ihr auf der Messe esst. Der andere Tipp, organisiert euch rechtzeitig einen Plan, damit ihr wisst, wo die Toiletten sind, denn die sind auf jeder Messe immer unheimlich voll. So, die Schreibdilettanten noch einmal von der Messe, Frankfurter Buchmesse 2015, heute am Stand von Midnight and Forever von Ulstein, das bestimmt dem einen oder anderen unseren Zuhörern schon ein Begriff ist. Wobei ich gleich sagen muss, das ist nicht der Stand. Nein, das ist nicht der Stand. Das ist ein Raum, wo wir uns jetzt getroffen haben, um ganz gut miteinander zu reden. Genau, wir sind ja gerade beim Meet and Greet von Forever und Midnight gewesen. Ja. Mit Marguerite. Hi. Okay. Marguerite Scholli. Genau. Verlagsleiterin? Naja, Verlagsleiterin, nein, aber ich leite diesen Bereich Midnight and Forever. Ich bin aber keine Lektorin, keine Programmleitung. Ja, und was haben wir hier gerade hinter uns gehabt? Also wir wollten unseren Autoren die Möglichkeit geben, sich mit ihren Lesern und den Bloggern auszutauschen. Wir wollten die Blogger einladen, die einige von den Autoren eben noch nicht kennen und wollten Zeit haben, dass alle miteinander quatschen können, Süßigkeiten essen können, eben uns ausruhen können von dem ganzen Messepool. Ausruhen ist super. Ausruhen hat nicht funktioniert, weil wir alle und dich habe ich schon lange nicht gesehen. Es hat ganz hervorragend funktioniert, weil wir sind Blogger, Autoren und Leser. Ja, ja. Wir hätten eigentlich auch nur euch einladen. Fand ich das schon ziemlich gut. Ja, nee. Wir haben ja ein bisschen Werbung auch auf Facebook für die Veranstaltung gemacht. Es waren auch eine ganze Menge unserer Zuschauer da. Dafür bedanken wir uns nochmal. Ja. Ja. Vielen Dank. Vielleicht sieht man sich ja das nächste Jahr wieder oder in Leipzig. Wir können schon mal sagen,
Wir haben jetzt hier schon mal klar gemacht, dass wir noch mal ein langes, tolles Interview bekommen. Wir halten es hier fest. Genau. Das wurde uns versprochen. Ich kann nicht mehr in deiner Karte. Ja. Und da werden dann auch neue, tolle Projekte von Ulstern enthüllt. Kannst du schon eine Kleinigkeit verraten, so als kleiner Teaser, ohne dass du uns anschließend erschießen willst? Ein kleiner. Oder für immer, dass alle für immer schweigen. Ja. Ich kann ein bisschen was zu Midnight, ich werde was zu Midnight in Forever erzählen und was wir da so gespart haben für die nächsten Monate. Ich würde sehr gerne auch die Arbeit von zwei Ablesen und was vorstellen, weil ich glaube, dass total viele Leser, für die die Plattform auch eine sehr gute Anlaufstelle ist. Genau. Und für die Blogger und professionellen Leser unter euren Hörern und Watchern habe ich eine großartige Neuigkeit, die super früh kam, weil konkret wird erst nächstes Jahr, aber das Stichwort ist Pressemitteilung Mittwoch. Ui. Letzter Mittwoch. Okay. Und jetzt schnell googeln. Genau. Der Erste, der es rausgefunden hat, gewinnt was von euch, ne? Nein. Aber netter Versuch. Von Markus. Nein, auch nicht von mir. Mit Postkarte. Ich kann sehr gerne mit Postkarte verschicken. Das ist doch Goodie-Bag. Okay, also freu dich denn schon mal auf unsere lange Ulstein-Folge. Ja. Ich hoffe, dass wir uns bald haben. Ja, wir freuen uns schon mal. Okay. Tschüss. Dann liebe Grüße von der Messe. Bücher, Axel. Bücher, ja. Hauptsächlich bin ich durch die Halle 3 geturnt, muss ich sagen. Also mein Tipp. Halle 3 rockt. Okay. Die Schreibdilettanten von der Frankfurter Buchmesse 2015. Heute im Interview mit Tanja Neise, die gerade auf der Messe eine Lesung gehalten hat. Und zwar für? Der Orden der Weißen Orchidee, die Erben. Dein erstes Buch? Ja. Und jetzt zur Messe, habe ich gehört, erscheint schon fast dein zweites? Ja, es wird nachher wohl beworben bei der Meet and Greet. Und ansonsten kommt es am Dienstag, den 20. Oktober. Ja, also wenn das hier online ist, gibt es das zweite Buch schon zu haben für jeden Fan von Romantasy. Wir haben es auch schon mal vorgestellt, aber wir haben dich ja auch schon mal vorgestellt im Video gehabt. Aber heute haben wir ein ganz besonderes Thema, denn ich wollte mich mit dir kurz über Autorenlesungen unterhalten. Oh Gott, es ist ganz schrecklich. Es ist ganz schrecklich. Ich weiß, du hast vorher schon mal die eine oder andere Lesung gehalten, aber jetzt hier auf der Messe vor großem Publikum. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Ich habe gelesen und ich kann nur sagen, am besten übt man im Auto, weil die Akustik ist ganz toll. Man kann es irgendwie anders einschätzen, wie die eigene Stimme wirkt. Wie hast du den Text zusammengestellt? Ich habe mir nur überlegt, was ist sinnvoll, was kann irgendwie mehr Lust auf mehr machen und trotzdem was von der Geschichte erzählen, ohne zu viel preiszugeben. Und dein Top-Tipp für jeden, der seine erste Lesung hält? Atmen. Atmen, okay. Dankeschön. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn man in der Halle 3 ist, also bei den ganz, ganz, ganz Großen, findet man plötzlich dick umlagerte Stände, zum Beispiel vom Autorensofa. Stimmt. Wo also Self-Publisher endlich mal, möchte ich beinahe sagen, in den Vordergrund treten und bei den Großen mitschwimmen. Und das Autorensofa rockt. Und das Autorensofa rockt. Der Stand ist mindestens so gut umlagert wie die Stände von Heine oder von Bastei. Eigentlich sogar noch mehr. Also ich konnte gerade bei Heine und Bastei treten, als ich dort war. Ja. Obwohl Bernhard Hennen bei Heine gesessen hat. Er hat sehr alleine und verloren auf einem Sofa gesessen. Wollte gerne mal... Nein. Was habe ich noch gesehen? Bastei. Wunderbarer Stand. Das Ganze hervorragend gemacht. Ja. Ja. Sehr viel Arbeit in die Promotion sozusagen gesteckt worden. Gerade weil es zwei neue Bücher von Sebastian Fitzek gibt dort. Sebastian Fitzek war leider nicht da. Oh, wir haben ihn gesehen, Markus, gestern. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja. Sehr zu meinem Bedauern. Aber... das Autoren so verrockt. So, die Schreibdilettanten von der Frankfurter Buchmesse 2015. Heute am Stand des Autorensofas mit Elke. Hallo. Hallo Elke. Freut mich. Stell dich doch mal kurz vor. Ich bin Elke Beck. Unter diesem Namen schreibe ich Frauenliteratur. Ich habe aber noch zwei Pseudonyme. T.C. Bennett, da schreibe ich Krimis und J.J. Bidell, da schreibe ich Fantasy. Wow. So, und das Autorensofa, auf dem wir gerade sitzen, auf der Frankfurter Buchmesse. Also, wenn ich das richtig mitbekommen habe, zum ersten Mal, dass ihr hier seid? Ja, das ist zum ersten Mal. Wir haben heute Premiere auf der Buchmesse, oder diese. Ja. Und was macht ihr? Was machen wir? Wir sind 42 Autoren, die sich zusammengeschlossen haben, weil wir sagen, Teamwork ist immer besser als Einzelkämpfer. Und gemeinsam sind wir mit Leuten stark. Und auch die Anzahl, da kann man sich auch so einen Stand daneben auch schon leisten. Genau. Ihr seid alle aus dem Self-Publishing-Bereich? Wir sind alle aus dem Self-Publishing-Bereich, es hat aber auch Hybrid-Autoren dabei. Und ja, wir unterstützen uns gegenseitig und machen Lesungen zusammen. Es wird auch regulare Lesungen geben. Toll. Angemietete Kinosäle. Wir wollen uns einfach den Lesungen präsentieren. Ja. Eine Heimat. Wenn man sich hier ein bisschen umschaut, kommen eure Bücher so aus allen möglichen Bereichen. Ja. Es gibt
nichts, was es nicht gibt. Genau. Und man findet euch nicht nur auf der Frankfurter Buchmesse, sondern ich nehme an im Netz, und du hattest gesagt, es gibt auch Veranstaltungen, die ihr macht. Genau, es gibt eine Fanseite im Netz und natürlich auch die Facebook. Wo findet man euch da? Unter www.autorensofa? Autorensofa.de, ja, das wäre die Internetseite. Genau. Das ist natürlich Autorensofa auch in Facebook mit einer Gruppe und einer Seite. Klasse. Und da machen wir Gewinnspiele. Es gibt immer wieder irgendwas Schönes zu entdecken. Super. Und findet man euch auf der nächsten Buchmesse in Leipzig? Okay, also, unser Tipp für die Leipziger Buchmesse schon mal jetzt. Frankfurt schafft er vielleicht nicht mehr. Kommt einfach beim Autorensofa vorbei. Wenn nicht, schaut euch auf der Website um. Wir freuen uns. Eine kleine Anekdote, die mir noch aufgefallen ist. Wir stehen jetzt hier gerade draußen auf der Agora, also hier dem großen Mittelplatz. Oh. Und wenn man da hinten schaut, wir sehen es jetzt leider in der Kamera nicht, aber das macht nichts. Schatz, man hört sich so nicht mehr. Wenn man da hinten hinschaut, sieht man ein großes Poster von Marziana, dem Film mit Matt Damon, der demnächst rauskommt. Stimmt. Ganz prominent, und das, der Marziana. Der ist übrigens schon draußen. Der ist übrigens schon draußen, ich habe aber noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Und auch Seth Fabischer. Ursprünglich Seth Fabischer. Seth Fabischer Science Fiction. Ja. Und wenn ich mich recht entsinne, eigentlich das einzige wirklich prominente Science Fiction, das überhaupt irgendwo hier rumliegt. Hey, die Schreibdilettanten, wieder von der Frankfurter Buchmesse 2015. Heute mit Ingrid vom Seth Fabischer. Hallo Ingrid. Ich bin Markus. Und Markus ist jetzt auch endlich dabei, er ist auch zu uns gestoßen. Ja, Ingrid, du hast dieses Magazin, das Seth Fabischer, rausgegeben. Kommt zusammen mit der Federwelt, zumindest in der ersten Ausgabe, habe ich es in meinem Abo gehabt. Kannst du ganz kurz was darüber sagen? Also erst wird nicht herausgegeben, sondern ich bin die Chefredakteurin. Herausgeber ist die Sandra Ustrin, Ustrin Verlag, allen bekannt von der Federwelt und dem Handbuch für Autorinnen und Autoren. Es war einfach Zeit für ein Magazin für Self-Publisher. Gibt es noch nicht, kein Printmagazin nur für Self-Publisher. Ich war der Sandra Ustrin, ihr schnelle Entscheidung, haben es schnell umgesetzt. Ich war die Chefredakteurin von Sandras Wahl, ganz stolz darauf. Und wir haben versucht, mit der ersten Ausgabe möglichst alle Themen breit abzudecken. Nicht ganz so ins Detail, aber alle Teile, die wichtig sind für Self-Publishing, Marketing, Herstellung, Cover, Lektorat. Und uns wurden Success-Stories von Autoren angeboten. Die haben es uns freiwillig schon angeboten. Also wir haben versucht, alle Bereiche abzudecken. Was sehr gut war, war die Kooperation mit der Frankfurter Buchmesse, die gleich mit eingestiegen sind und damit dafür gesorgt haben, dass wir gleich eine Auflage von 10.000 Stück hatten. Wow, 10.000 Stück. 3.000 Stück in der Federwelt für die Abonnenten, aber 5.000 Stück liegen hier aus und gehen weg wie die warmen Semmeln oder Brötchen für die Nicht-Bayern. Zurecht, muss ich sagen. Hast du schon reingeschaut? Ich habe es schon ausgelesen. Ich auch. Ich habe es verschlungen, um ehrlich zu sein. Was hat dir denn besonders gefallen? Ich würde mal ganz unbescheiden sagen, ich bin jetzt nicht so völlig unbeleckt bei dem Thema, aber ich habe trotzdem ganz viel gelernt. Mir haben vor allem die Artikel nochmal von Matthias Matting sehr gut gefallen. Ja. Der ist ja ein großer Insider, das hat mir alles sehr, sehr schön gefallen. Also alles, was irgendwie mit Publizieren zu tun hatte, mit Strategien, wie man vorgehen sollte als Self-Publisher, da lernt man hier sehr, sehr viel drin, und das fand ich auch sehr gut. Ja, mein Tipp, schaut auf der Website nach und belagert den Verlag mit E-Mails, dass ihr dringend die nächste Ausgabe haben wollt und die Möglichkeit ein Abo, weil ich versuche gerade ein Abo zu bekommen, und wenn ihr alle fleißig E-Mails schreibt, vielleicht geht das Ganze ein bisschen schneller. Danke. Genau. Also wenn wir da draußen irgendwelche Hörer haben, die daran denken, okay, bei den großen Verlagen hat es nicht geklappt oder ich will nicht, ich versuche mich im Self-Publishing, bleibt dran. Ja. Chancen sind gut. Also, schreibt schön. Schreibt schön.